Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Blockhaus startet, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Wir sind heute auf unserem Grundstück unterwegs. Und zwar warum, Andi? Es beginnt endlich. Das Blockhaus startet. Ja, es ist auch perfektes Wetter. Wir haben letzte Woche schon den ganzen Kram abgeladen, das den wir dafür brauchen. Das zeigen wir euch auch gleich. Und jetzt liegt einfach Schnee. Völlig krank. Es ist richtig kalt, aber es ist auch ein bisschen geil, weil das Blockhaus, das wird richtig, richtig gut. Schön mit Kamin, schön mit Ofen. Perfekt für den Winter. Deswegen starten wir jetzt vor dem Winter, damit wir vielleicht auch irgendwann demnächst mal fertig werden. Bevor der Sommer. Mal gucken. Wir schauen mal, wie lange es dauert. Ja. So, Freunde, nicht lang schnacken, direkt reinstarten. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir letzte Woche alles abgeladen haben. Und das war eine ganze Menge. So, Freunde, der LKW ist da und voll beladen, Alter. Das ist ja völlig krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Freunde, als allererstes, ihr seht's, der LKW, der ankam. Ey, wir wussten nicht, dass es so ein riesiger LKW war. Und es war ein ganz schöner Akt, dass dieser große LKW auf unseren Grundstück überhaupt raufgepasst hat. Ja? Also der Fahrer hatte ordentlich zu tun. Und dann kam auch der nächste, in Anführungszeichen, Schock. Das Ding hatte einfach 24 Tonnen Holz geladen. Ich meine, uns war ja klar, dass das schon ein bisschen Holz sein wird, aber bei so einer Fläche von 4x7 Meter rechnest du halt nicht mit einer Hausnummer von 24 Tonnen. Also das war schon echt heftig. Ja, und ihr seht es hier gerade, das musste natürlich alles nicht mit Hand abgeladen werden. Das hätte nämlich noch länger gedauert. Das war alles mit dem Kran hier passiert und ja, man nennt es Schlupfe. Dadurch hat es leider auch lange gedauert. Wir mussten alle 2-3 Stämme einzeln ranschlupfen und dann quasi rüberkarren. Ja. Aber per Hand hätte es halt einfach nicht funktioniert. Ja, und Anni hat es ja eben schon gesagt, lange hat es gedauert. Wir waren insgesamt von 9 Uhr morgens bis ca. 17.30 Uhr, bis alles abgeplant war, durchgängig tätig. Ja, und jetzt startet es mit dem Bau. So, Freunde, und jetzt zeigen wir euch auch direkt, wie es losgeht. Denn zuallererst muss quasi so eine Plattform für die Stämme geschaffen werden. Dafür haben wir auch noch die Hilfe vom Team von Holzbau Rustikal bekommen, weil da müssen natürlich so bestimmte Vorschriften und so weiß ich. Also ich stecke da auch nicht genau drin. Auf jeden Fall müssen die Jungs das halt machen, damit wir dann halt weitermachen können, weil halt sonst Dinge passieren würden. Freunde, an dieser Stelle ein einmaliger kleiner Disclaimer. Das hier ist natürlich jetzt wirklich kein Bushcraft mehr. Das ist unser Outdoor-Bauprojekt. Bushcraft-Projekte, Touren etc. kommen trotzdem auf unseren Kanal, ganz normal, keine Angst. Aber zusätzlich kommt jetzt dieses Blockhaus-Projekt, wo wir aber auch ja, mit Kettensäge arbeiten, mit irgendwelchen Elektro-Tools. Das ist quasi losgelöst. Ja? Das ist jetzt ein Outdoor-Bauprojekt und Bushcraft-Projekte gibt es aber trotzdem noch. Ja, und so ein Projekt kann natürlich nicht ordentlich funktionieren, wenn man dafür nicht den passenden Sponsor oder auch Unterstützer, kann man auch wirklich echt sagen, hat. Genau. Denn der Stepan von Holzbau Rustikal und das gesamte Team haben das so auch erst möglich gemacht. Ja, ist ja logisch. Das ist ja ein Großprojekt für uns. Das ist ja eine riesige Sache hier. Da muss man sich halt einen Partner rankarren, der das, der einfach das Fachwissen hat, die Ahnung. Und das hat Holzbau Rustikal. Genau, der hat uns auch direkt hier mit Architekten unterstützt. Also, um das auch nochmal klarzustellen, das ist halt wirklich ein Haus. Das muss hier durch alle behördlichen Antragsprozesse durch. Das muss man nochmal ganz klar so sagen. Das ist jetzt hier nicht einfach in den Wald fahren und was bauen. Das durfte man nicht. Da haben wir die Försterin gefragt. Die hat gesagt, genau. Nee, alles, was er macht, ist cool, aber jetzt hier ein Haus hinstellen könnt er nicht. Ist auch verständlich. Deswegen machen wir es ja hier quasi auf unserem Baugrundstück. Richtig. Und das war auch immer so ein kleines Traum, so ein eigenes Blockhaus auch einfach zu haben. Und wir haben einen kleinen Wald auch auf unserem Grundstück. Also, richtig. What the fuck. Dementsprechend eine richtig coole Sache. Und wenn ihr euch so ein bisschen über diese ganze Naturstammhäuser, Blockhaushäuser-Geschichte informieren wollt, haben wir euch auch mal den Link von Holzbau Rustikal unten in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr einfach mal alles auschecken. Ist auch eine Landingpage mit uns zusammen quasi gestaltet. Einfach mal vorbeischauen. Denn ich glaube, wir sind hier so nicht so die Einzigen, die Bock auf Blockhäuser haben, oder? So, Freunde, erster Schritt, Lärchenbretter kommen hier rauf. Darunter kommt Koppelband, damit keine Feuchtigkeit, keine Kälte in das Haus zieht. So wurde uns das jetzt erklärt. Wir sind ja auch keine Profis und deswegen sind die Dinger jetzt drauf. So, und hier seht ihr auch das Koppelband nochmal. Das ist also jetzt für, dreilagig. Genau, für uns Amateure würden wir jetzt einfach sagen, irgendein Band, wo halt irgendwie Schaumstoff drauf ist, oder? Genau. Und da kann quasi jetzt keine Feuchtigkeit an den Stellen, aber auch kein unten Wind runter, durchziehen. Genau. So ist der Plan. Und das, warum kommen die Bretter drauf? Ja, das soll auch nochmal die Balken so ein bisschen vor Witterung schützen. So, Freunde, hier sind jetzt diese besagten Bleche drauf. Die sind hier auch so leicht schräg abgekantet, damit quasi Wasser und Witterung, was von außen kommt, hier auch schön
an der Seite abfließen kann und somit dann auch nochmal die Stämme bzw. auch dieses Brett, was unten drunter ist, auch nochmal besser vor Witterung geschützt sind. So, Freunde, ihr habt es gerade gesehen, es wird schon rangetackert. Das ist unsere Biodämmung. Wir nehmen tatsächlich Schafswolle. Ja, wir haben uns nicht für Hanf entschieden, kann man ja auch machen. Wir haben uns für Schafswolle entschieden, weil ich weiß gar nicht warum. Wir finden es einfach geil, glaube ich. Oder? Ja, oder du einfach zu sagen, da ist auch ein Schaf drin verbastelt. Es ist geil. Also ihr müsst, also alles, was ihr seht, ist alles Schafswolle. Und das kommt anscheinend, wir dachten, das kommt einlagig rüber, war ja Quatsch, weil das quetscht sich ja. Anscheinend muss man so 3 bis 4 Lagen so über Kreuz machen, damit das wirklich gut dämmt. Ja, und das machen die Jungs gerade. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter rein und gucken, wie es weitergeht. Ist auch richtig geil, was man hier so alles lernt. So, ne? Also du nimmst es jetzt alles mit, die Jungs zeigen das einmal genau. Alles. Genau, das ist nämlich wichtig zu sagen nochmal, wir arbeiten ja demnächst auch dann komplett alleine. Aber die erste Schicht müssen die Jungs machen, damit sie uns einfach zeigen, wie das funktioniert. Weil wir wissen das alles gar nicht. Ja, soll ja auch gut werden und deswegen zeigen die uns jeden Arbeitsschritt jetzt quasi. Wir zeigen ihn euch gleichzeitig, damit ihr wisst, wie es läuft. Und dann nachher wird quasi noch angegriffen. Alleine, ohne Hilfe. Yay. Für immer dann. Und alles, was wir ab dann verkacken, ist unsere Schuld. Sehr gut, das sehr gut. Das ist halt leider so. Nächster Tag. Es geht direkt weiter. Wir haben uns eine Feuertonne hier besorgt. Mit Feuertonne meine ich Feuerschale. Weil gestern brauchen, war kalt. Ja, jetzt hier lange Unterwäsche an, dickere Jacke, heute mit Feuer. Genau, und dann kann jetzt gleich angefangen werden zu schaffen. Ja. Jetzt ist die Frage, müssen wir so weit vorfahren? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir nur bis hier ungefähr. Ja, das passt schon. Also, du musst das größte Feuer Deutschlands erstmal hin. Jetzt machen wir mal die Sache an. Pushcraft, Motherfucker! Ja, wir sind ja, ist ja hier das Baugrundstück. Völlig das ist ja was völlig, völlig anderes. Bisschen Holz, bisschen Pappe, gib ihn. Oh oh, das ist das letzte Streichholz, was wir haben. Aber warum brennt es so? Gar nicht. Okay, war gelungen, wir haben noch eins. Hä? Aber das war das vorletzte Streichholz, das wir haben. Aber warum hat es so, das ist ja... Kennt ihr die übrigens noch? Das ist aus dem IKEA, Video. Ja, voll gut. Kauft sie euch nicht. Was ist das? Das ist ja richtiger... Hänger? Ja. Ah, okay. Der will. Auf Vorsicht angelehnt oder was hier? So, wir haben jetzt alles abgeplant, ihr habt es gerade gesehen. Dann haben wir einen Stamm schon mal alleine bewegt und reingemacht, der da hinten nämlich. Das sieht jetzt gut aus und jetzt fühlen wir uns bereit, euch das zu zeigen, was wir für Scheiße bauen, ja? Genau, als allererstes wieder Dichtungsband. Schiete. So, manchmal haben die Jungs das über Kreuz gemacht, deswegen dachten wir uns, hey, wir machen das auch über Kreuz. Schön festdrücken. Und da geht schon wieder nicht. Die Kälte, ey. Das ist natürlich kacke. Ruf mit der Sache hier, auch hier schön über Kreuz. Ihr tropftet in den Nacken, das ist unfassbar. So, bis hier. Messer. Ja, nehmt her und beißt durch. Gerne. So. So sieht's aus, schön über X gemacht. Und das quasi, guck mal, hier seht ihr das schon, das quillt halt auf, mehrere Zentimeter. Und dadurch ist es auf jeden Fall wind- und wasserdicht dann. Finger weg? Ja. So. Ein bisschen weiter zu mir muss er. So. So Freunde, jetzt haben wir nämlich den Salat. Jetzt müssen wir suchen, wo U23 ist. Und das ist gar nicht so leicht, weil hier ist alles voller Stämme. Alles voller Stämme. U23. Ist hier so ein bisschen Lego-mäßig, bloß in extrem schwer. Wir haben jetzt zwei Stämme gefunden, die wir brauchen, die da drüben nämlich hinkommen. Und die bereiten wir jetzt erstmal direkt hier unten auf dem Boden vor, weil er will die hier umladen, kompliziert erstmal halt fertig machen, damit wir dann einfach nur noch... Versteht er? Wie nochmal?
Wir haben gelernt, die müssen, das muss irgendwie so doppelt gelegt werden. Das ist doch geil. Und dann ist immer mehr besser als weniger. Ja, also vor einer Woche war es noch am Schaf dran, jetzt ist es hier. Feier ich. Ja, sieht doch gut aus, Gerrit. Schön. Du alter Bauarbeiter. Jetzt ist er ein Profi. Jetzt hat er es raus. Naja, geht so. Leitungen hier langkommen, Freunde. Ja, wie gesagt, das ist für die ganzen Leitungen. Hier kommen ja Steckdosen unten hin und oben kommt noch ein Lichtschalter hin in die Schlafnische. Das seht ihr alles später, wenn das Ding irgendwann mal steht, in mehreren Monaten. Jahren. Jahrtausenden. Ja, Millionen. Jetzt haben wir hier so eine Verbindungsschraube, so einen riesen Hoshi. Der wird jetzt einfach reingeprügelt tatsächlich. So, auf ungefähr hier. Und dann schraubt man das quasi von beiden Seiten gleichzeitig fest und dadurch werden die Stämme halt zueinander gezogen. Genau. So, Schraubis. Also Leute, ich kann es euch bloß sagen, es macht Spaß. Ist halt hier ist ja schön mit dir basteln. Ein anderes Level. Und das, wow. Ist ja, das ist ja jetzt hier nur Stämme legen. Das wird ja noch Fenster, Tür, Dach hier stellen, allgemein Dach. Innenausbau, Bodenausbau, das wird ja verrückt. Inneneinrichtung. Wasser, Elektrik. Ja, das wird richtig geil alles. So, Freunde, überall ist Black Friday und zwar auch bei unserem Sponsor Jackery und da haben wir einen geilen Deal für euch klar gemacht. Wir persönlich benutzen es wirklich oft auch im Wald oder zum Beispiel hier auf der Baustelle, weil wir haben noch keinen richtigen Festanschluss. Und hier zum Akkus laden, perfekt. Und man ist halt autark. Der Black Friday Sale von Jackery läuft noch bis zum 28. November. Da habt ihr die Chance, bis zu 30% auf das gesamte Sortiment von Jackery zu sparen. Also jetzt mal unten die Links in der Videobeschreibung auschecken. Wir haben euch wie immer alles verlinkt. An dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung. Freunde, eine Menge Arbeit ist hier reingeflossen und es sieht schon richtig, richtig geil aus. Drei Stämme übereinander haben wir geschafft. Guckt euch das an, Alter. Man fühlt sich schon heimisch jetzt hier drin. Die Wände, Alter. Hüft hoch erstmal. Okay. Aber, Alter, das dauert, man merkt schon. Anni, im Bushcraft Camp nichts mehr da drunter. Das sind ja die Campwände. Es ist wirklich, wirklich cool, ey. Also jetzt merkt man schon, wie das Maß, was wir gewählt haben, die Länge, Breite, ist völlig in Ordnung. Ja, ist riesig. Also, ja. Was heißt riesig? Es ist ausreichend groß. Leute, wenn das Ding steht, hier gibt es so dermaßen Livestreams aus dem Blockhaus, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Freunde, wenn ihr das Blockhaus-Projekt genauso feiert wie wir. Ja, dann jetzt Abo dalassen. Ja, auch mal den Like-Button drücken. Kommentare, Spam, noch und nöcher für den Algorithmus. Auch mal den Freunden und der Familie weiter sagen, genau. Dass sie sich das mal anschauen, ja? Ja, und da können wir auch nur Danke für sagen, würde ich. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass das Projekt hier möglich macht. Und wir können nur sagen, wir haben richtig Bock. Das wird so geisteskrank, Alter. Das war der erste Tag, beziehungsweise die ersten beiden Tage Blockhausbau. Und ja, trotz dieser dicken Stämme, einiges geschafft, würde ich sagen. Richtig geil. Alter, bin ich hyped. Wir machen auch direkt, nächste Woche geht's direkt weiter mit Blockhaus. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann sehen wir uns wie immer nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Da haben wir auch Hilfe vom Team von Holzbau Rustica.